Herzlich willkommen zu Frau und Geld, der Erfolgspodcast mit Amartha Bayer. Amartha Bayer hat den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin und zeigt dir, wie auch du dein Einkommen verdoppeln oder vervielfältigen kannst, dir ein automatisiertes Einkommen aufbaust, das verdienst, was du wert bist und ein erfolgreiches und erfülltes Leben führen kannst. Schön, dass du dabei bist. Ja, schön, dass du heute wieder da bist. Heute geht mein Gruß von Thailand aus von Koh Phangan aus nach Pfaffenhofen an der Ilm. Das habe ich gerade vorher gesagt, ist fast meine Heimat. Und ich freue mich, dass ich heute begrüßen darf im Interview Dr. Marion Kauderer. Ganz herzlich willkommen, liebe Marion. Ja, herzlich willkommen oder hallo, liebe Amartha. Liebe Marion, wir sind ja schon ein ganzes Weilchen über Facebook verbunden, sind uns immer wieder mal, sage ich jetzt mal, über den Weg gelaufen und haben jetzt kürzlich miteinander telefoniert und gesagt, jetzt wird es höchste Zeit, mal gemeinsam ein Interview zu machen, denn du hast ein so spannendes Thema, nämlich das Thema von Heilung zum Heilsein, der Paradigmenwechsel in der jetzigen Zeit. Ich freue mich, dass wir da heute zusammenkommen. Aber bevor wir so in dieses Thema intensiver einsteigen, magst du dich vielleicht selber mal kurz vorstellen, wer bist du so privat? Was machst du so und wie kam es zu dem, was du heute machst? Ja, also privat, glaube ich, bin ich am meisten Frau, Mutter immer noch und Oma. Ich habe 3 Enkel inzwischen. Ach, und ja, ich bin schon 67 Jahre auf dieser Welt und habe eigentlich mein ganzes Leben lang mich doch irgendwie beschäftigt mit Menschen. Und zwar weiß ich noch, als ich klein war, ich habe am allerliebsten Biografien gelesen. Mich hat immer das Leben von Menschen so wahnsinnig fasziniert. Ah, ja. Und aus dem ist dann letztendlich mein Beruf geworden. Ich habe Psychologie studiert, bin Psychotherapeutin. Und was das Zweite, was mich so auszeichnet die ganze Zeit oder eine ganze lange Zeit meines Lebens, ist, dass ich ziemlich kopfgesteuert war oder bin eigentlich immer noch. Und dass ich immer dachte, so das, was ich will, das kriege ich auch hin. Und mit Vernunft und mit Selbstverantwortung kann ich mein Leben regieren. Okay. Ja, okay. Und das habe ich dann, deshalb habe ich dann auch Verhaltenstherapie gewählt als Therapieform. Mhm. Und da bin ich dann aber so spätestens, ab ich 40 war, so an meine Grenzen gestoßen, habe gesehen, aha, das vom Kopf geht ja gar nicht weiter. Das geht ja gar nicht ins Herz. Die Leute hängen. Na gut. Und gut, da habe ich dann meine ganzen therapeutischen Entwicklungen, die habe ich dann erweitert, über den Tellerrand geguckt. Bis zu dem Zeitpunkt, dass ich gemerkt habe, wie schwer es mir immer mehr fiel, mit so den normalen medizinischen Bedingungen umzugehen, also den Strukturen, die man zwar als Schutz hat, wenn man Kassentherapeutin ist, aber gleichzeitig ist es auch ein Korsett. Gut, dann habe ich mich reduziert, was diese Sache betraf und habe dann letztendlich vor 2 Jahren begonnen. Also ich habe mich ganz frei gemacht von meiner Praxis, habe das alles abgegeben und habe angefangen, frei zu arbeiten, so was ich wirklich richtig finde und was ich wirklich will. Und habe dann diese Form gefunden, das online zu machen, weil mich das eben auch für mein anderes Leben unabhängig macht. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, so dieser Punkt, dieses frei werden, dieses Entdecken. Du hast angefangen davon, hast gesagt, du hast so gern Biografien gelesen. Das verbindet uns übrigens schon von Kindheit an. Ich habe auch immer so gern Geschichten gelesen von anderen Menschen. Ich fand das schon immer spannend und habe mich auch total gerne immer mit Psychologie beschäftigt. Und gleichzeitig ist es, wie du so schön sagst, in Deutschland, wenn man hier in diesem Rahmen lebt, was denn so eine Kassengeschichte betrifft, natürlich zum einen ein Schutz und eine, vielleicht auch eine gewisse Sicherheit und gleichzeitig natürlich ein starkes Korsett. Und da hast du für dich entschieden, nach einem gewissen Prozess dich frei zu machen davon und zu sagen, so und jetzt arbeite ich ganz in eigener Verantwortung komplett. Allerdings auch, wenn ich es richtig verstanden habe, in Verantwortung der Menschen, die zu dir kommen, die auch Eigenverantwortung übernehmen dürfen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das, was ich mir erlaube und zugestehe, das darf ich natürlich meinem Gegenüber genauso erlauben und zugestehen und muss nicht denken, dass ich es für ihn besser weiß. Ich kann nur, wenn du so willst, meine Hand reichen und meine Sichtweise der Dinge und meine Methoden anbieten, aber durchführen und aufnehmen und offen sein dafür, das ist die Sache des Gegenüber. Ja, ja. Jetzt hast du ja eine Zeit lang auch schwerpunktmäßig mit Frauen mit Krebsdiagnose gearbeitet. Jetzt hat sich das ein bisschen verändert. Wie kam es zu diesem Krebsthema und warum jetzt heute diese Ausweitung? Also das Krebsthema ist eigentlich so, ich würde mal sagen, das ist wie so, hat sich um mich herum zusammengezogen. Einmal über Klienten, die mehr wurden, die in meine Praxis kamen damals noch. Und dann das eben im ganz persönlichen Bereich. Meine allerbeste Freundin hat Brustkrebs bekommen und mit der habe ich sehr viel spirituell gearbeitet, also auch mit Energiemitteln, auch mental. Ja, okay. Und letztendlich, sie ist aber gestorben und dann ein Lebenspartner von mir ist auch an Krebs gestorben. Und es kam wirklich ganz, ganz nah zu mir, bis zu dem Punkt, wo ich dann selber eine Krebsdiagnose bekam. Okay. Und da, ja, vorher schon, als es um die anderen ging, habe ich mich eben sehr, ja, habe ich gemeint, dass ich meine Weisheiten sehr gut anbringen kann und helfen kann, ja. Aber, ja, letztendlich nicht mit dem Ziel, dass diese Menschen nicht gestorben sind. Also mit dem Ziel schon, aber nicht mit dem Ergebnis. Und das hat mich dann im Laufe der Zeit sehr demütig gemacht, weil ich gesehen habe, dass jeder wirklich seinen eigenen Weg hat. Und es ist auch nicht der Weg eines jeden, unbedingt nicht zu sterben. Ja, ja. Und jeder geht seinen eigenen Weg, auch wenn ich meine von außen, Mensch, das könntest du noch machen oder so, die Einstellung wäre besser. Ich kann es nicht dem anderen übertragen, ich darf es auch nicht. Und das habe ich dann bei mir gemerkt, in welche wirklich gefühlsmäßigen Wallungen ich gekommen bin, obwohl ich so, ich würde sagen, optimal vorbereitet war für eine Krebsdiagnose. Und das war dann nochmal ein eigener Prozess. Und der letztendlich, das hat mich dann geführt dazu, dass ich wirklich mit Frauen mit Krebsdiagnose arbeiten wollte. Und ich habe da auch viel Zuspruch bekommen von Menschen, die nicht unbedingt Krebs hatten. Ich habe eine Facebook-Gruppe dazu, die auch teilweise sehr aktiv war, wo ich viel Input gegeben habe. Aber ich habe gemerkt, dass die Frauen, wenn es dann darum geht, irgendwie in ein Programm, in ein Coaching mit mir zu gehen, dass sie dann nicht gekommen sind. Und der Gedanke, warum, also meine Erklärung ist hauptsächlich, dass Krebsdiagnose so wahnsinnig mit Angst besetzt ist und mit alten Mustern, also mit alten, nicht alt, eigentlich mit den Herrschenden, mit dem herrschenden Paradigma, dass das so stark ist, dass sich dem zu entziehen, dass das irrsinnig schwer ist und dass man eigentlich vorher schon ganz weit sein muss, in der anderen Richtung zu denken, so wie ich das war. Aber ich bin nicht an der richtigen Stelle, die Leute sozusagen, wenn sie gerade eine Krebsdiagnose bekommen haben, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, umzuschulen. Also das Paradigma da von Angst auf positiv und auf Heilung zu setzen, sondern die Angst ist so groß, dass sie so blockierend ist. Ja, also das kann ich nur so bestätigen, Marion, weil ich habe ja selber auch diese Geschichte hinter mir. Ich muss sagen, zum einen erlebe ich es bei anderen auch so, dass dieser Druck von außen, alles, was mit dem Thema Krebs zu tun hat, so kräftig und mächtig ist und der Denkansatz so stark geprägt ist von Ängsten, dass das von daher schon eine Herausforderung ist und es sinnvollerweise wirklich gut ist, wenn jemand sich vorher damit auseinandersetzt. Und umso schöner, dass du jetzt genau da auch ansetzt. Ich sage jetzt mehr oder weniger auch in der Prävention, im gesamten Heilsein und nicht nur auf dieses Krankheitsbild. Und das andere ist natürlich auch, das hast du ja gerade angesprochen, dass es natürlich jedem auch frei steht und frei stehen darf, auch zu gehen. Ja? Und wir können von außen nicht entscheiden oder sehen, was beim anderen dran ist. Und wenn jemand sich verabschieden möchte, darf er auch sozusagen nach Hause gehen. Und gleichzeitig ist es die Frage, ist es
auch seine freie Entscheidung oder ist es viel verbunden mit dem, was einen halt so umgibt? Und von daher kann ich gut verstehen, dass du heute sagst, da ist eine gewisse Demut gekommen und du hast dich sozusagen weiterentwickelt und hast ja dein Angebot erweitert für Menschen, dass man einfach im Vorfeld schon sehr viel mehr machen kann. Und natürlich vor allem nicht nur gegen Krebs ist, sondern für das Leben, weil um das geht es ja, glaube ich, im Grunde genommen. Ja, und das ist so, es gibt auf Facebook Gruppen von zum Thema Krebs, da sind 20.000, da sind Hunderttausende drin teilweise. Mhm. Und die leben davon, dass Menschen sich Therapie und Medikamente und Therapierichtungen erklären gegenseitig und sagen, was toll war. Und da geht es aber immer noch um gegen Krebs, wie du eben sagtest. Ja, ja. Und alles, die ganzen Handlungen sind aus der Angst motiviert und nicht aus dem Motiv für das Leben. Und das ist der Paradigmenwechsel, den ich meine. Ja. Mhm. Und der hat auch damit zu tun, dass wir Menschen heute noch als unumstößliche Wahrheit oder die meisten von uns empfinden, das Einzige, was sicher ist, ist der Tod. Ja? Ja, ja. Und hier, und das finde ich so toll, dass ich in meiner Entwicklung oder in meinem Prozess hier, dass ich da einfach offen geworden bin. Mhm. Es gibt genügend Leute, die sagen, es ist vielleicht gar nicht so sicher, dass du sterben musst oder nie, auf jeden Fall nicht in unserer Spanne hier und auch auf jeden Fall nicht wegen Krankheit. Also das ist jetzt sehr, sehr weit gedacht. Aber wenn ich natürlich mein Leben auf den Tod vorbereite, dann würde der Tod auch passieren. Und wenn ich gelernt habe und von allen Seiten eingetrichtert bekomme, an Krebs stirbt man, oder wenn ich die Prognose glaube, die vielleicht eine bedrohliche Prognose ist, dann ist im Sinne einer self-fulfilling prophecy diese Prognose, die bewahrheitet sich. Aber was ist zuerst da, die Henne oder das Ei? Ja, das ist immer die große Frage. Genau in dem Punkt, da möchte ich eingreifen. Mhm. Und deswegen habe ich diesen Slogan Heilsein für mich entwickelt. So schön. So schön. Ja, ich glaube, das ist so wichtig, weil dieses, wie du gerade angesprochen hast, dieses Denken, das, was glaube ich, was nehme ich als wahr an, ja, das ist ja dermaßen mächtig. Ich kann mich gut erinnern, zu meiner Zeit, als ich die Ausbildung gemacht habe im Bereich Automolekularmedizin, da hat eine Kollegin, die hat in der Onkologie gearbeitet mit vielen Krebspatienten, und die hat von einem Patienten erzählt, relativ jung, wo sie Krebs festgestellt haben in der größten Ausformung und dem gesagt haben, er hat nur noch 6 Wochen zu leben. Ja. Und der ist tatsächlich punktgenau nach diesen 6 Wochen gestorben. Und bei diesem jungen Mann hat man festgestellt, dass das eine Verwechslung war, dass der gar keinen Krebs hatte. Und das fand ich, das war mein erstes Beispiel damals, wo ich so von jemandem gehört habe. Ich habe dann noch viele, viele andere gehört, wo ich mir dachte, ach, das darf doch nicht wahr sein. Ja, also wie mächtig ist unser Glaube und wie mächtig sind unsere Gedanken und was können wir alles bewirken, wenn wir fürs Leben uns ausrichten und fokussieren. Ja, so schön. Ja, weißt du, Amata, das war eins meiner allerersten Artikel in Psychologie heute, während ich studiert habe, der hieß Todesursache Selbstaufgabe. Ach, und da ging es darum, aber da ging es um Voodoo, also um Verfluchungen in einfachen Völkern. Und für mich ist eine Prognose, so wie sie heute gehandhabt wird, ein moderner Voodoo. Ja. Das kann man also so nicht so mit der Absicht. Nein, genau. Ich bin überhaupt nicht gegen die Schulmedizin, das kommt manchmal so rüber. Sondern ich denke nur, wir dürfen wir dürfen die Schulmedizin benutzen, aber sie nicht über uns herrschen lassen. Ja, ich denke, wir können dankbar sein für die Schulmedizin. In vielen Fällen ist es wunderbar, dass wir sie haben, gerade wenn es um akute Geschichten geht. Ja? Ja. Aber es zeigt sich halt auch, dass gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnten, zeigt sich, dass gerade was chronische Geschichten betrifft, dass da die Schulmedizin einfach, also wie wir sie kennen, komplett an ihre Grenzen stößt und dass es darum geht, dass wir auch hier selber lernen, Verantwortung zu übernehmen und was zu tun. Jetzt ist ja genau das dein Thema, dieses Thema Heilsein. Wie unterstützt du denn Menschen in diesem Heilsein? Also erstmal, es gibt eine unspezifische Unterstützung sozusagen, was ich alles immer so rein poste im Moment in meine Facebook-Gruppe und was ich so schreibe. Und dann gibt es eine geordnete, eine spezifische, ein Programm. Mhm. Und ich fange mal mit dem
Programm an. Ich habe da zwei Teile. Der erste Teil ist, dass ich eine Serie von 21 Meditationen entwickelt habe, die darum gehen, die sich darauf beziehen, dass das Unterbewusstsein umprogrammiert wird. Mhm. Also, dass durch bestimmte Übungen und durch bestimmte Wiederholungen im Unterbewusstsein tatsächlich die Sätze sozusagen etabliert werden, ich bin ein selbstheilendes Wesen. Und mein Körper heilt, regeneriert und verjüngt sich ständig und automatisch selbst. Also, dass dieser Gedanke überhaupt, und ich meine, dass wir Selbstheilungskräfte haben, das weiß eigentlich wiederum jeder, denn braucht ja. nur eine kleine Verletzung zu haben und die heilt auch, egal ob du was machst, und die heilt sogar, wenn du nicht drauf achtest, oder viele seelische Verletzungen heilen ja auch einfach so über die Zeit. Also, dafür gibt es genügend Beweise, nur wenn Angst ins Spiel kommt, dann stoppen diese Selbstheilungskräfte. Mhm. Und so bewusst glaube ich, dass wenige Menschen das benutzen, weil wir einfach lernen, schon auch unseren kleinen Kindern beibringen, man braucht was von außen, damit es heilt. Man muss zum Doktor gehen, damit es heilt. Und da wird so die Selbstheilungskraft so, die fällt einfach weg, die wird so negiert. Ja? Mhm. Mhm. Also das ist so der eine Punkt, dass ich diese innere Haltung mit ihnen, mit denen, die es wollen, natürlich in Selbstverantwortung umprogrammiere. Und dann gibt es halt dieses grundsätzliche Verändern von die Krankheit ist ein Weckruf, die Krankheit ist eigentlich ein Symptom. Eigentlich ist die Krankheit, wenn ich es jetzt ganz genau sehe, ein Selbstheilungsversuch des Körpers, weil der Körper zeigt, hallo, hier stimmt was nicht. Mhm. Und wenn ich darauf höre, dann kann ich in die Heilung gehen. Und das geht bei jeder Erkrankung, das geht ja, ist ja auch beim Schnupfen. Die Frage ist halt immer, ob wir es verstehen, gell? Ob wir es so sehen oder ob uns das Symptom nur stört, und wir deshalb das Symptom bekämpfen und auch dann wieder denken, jetzt ist wieder alles gut, ne? Ja. Also, das sind so die Richtungen. Und dann gibt es natürlich ganz viele Werkzeuge, wenn Menschen dann näher mit mir arbeiten. Also in diesen 21 Tagen verwende ich auch Visualisationen und ich verwende die Verbindung mit der universellen Liebe. Also das sind alles so Elemente in diesen Meditationen und die kommen sehr gut an und die Leute haben unspezifische Erfolge, sage ich mal, auf ihre körperliche Situation und auf ihre Stimmung. Also zum Beispiel hat jemand gesagt, die hatte Rheuma. Ja, auf einmal beim Spaziergang habe ich gemerkt, ich belaste mein Bein ganz normal. Ohne das nach der sechsten Meditation. Gut, und dann gibt es noch sehr spezifische Dinge. Dann habe ich ein 3-Monats-Programm, wo ich dann intensiver mit den Menschen zusammenarbeite. Und da geht es vor allem um Techniken, um Werkzeuge, die ich ihnen vor allem zeige. Ich nenne das Selbstcoaching-Werkzeuge, damit sie die eben auch lebenslang zur Verfügung haben, wie sie ihre Gedanken neutralisieren können, also die Gedanken, die sie Angst machen, ihnen Angst machen, wie sie sie hinterfragen können, weil ja, wenn du genau hinguckst, so ein Gedanke nie hundertprozentig stimmt. Und ich zeige ihnen, dass es eben sowas ist wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und das ist das löst Angst auf und stoppt die Selbstheilungskräfte. Also das Neutralisieren zeige ich Ihnen, dann zeige ich Ihnen, wie Sie positive Gedanken, also Heilungszuversicht, Ziele, Lebenssinn aufbauen und dann arbeiten wir daran, in die Richtung zu handeln und je nachdem, welche Blockaden auf dem Weg auftreten, werden die Blockaden dann wieder gelöst. Jetzt hast du vorher erzählt, du hattest ja eine Praxis, die hast du aufgegeben. Wie läuft heute so ein Programm ab für diese 3 Monate, wo du gesagt hast, du begleitest Menschen? Ja, das läuft so ab, dass es erstmal eine Gruppenveranstaltung ist und diese Gruppen, die haben den unheimlichen Vorteil, dass diese Menschen, die alle das Gleiche wollen, erstmal eine gemeinsame Identität aufbauen, denn man ist schon ein Pionier und ein Exot, wenn man so denkt. Auch, ich muss nur sagen, auch ich in meiner Familie, also meine Allernächsten, die gucken mich ein bisschen schräg an. Andere, die ein bisschen weiter entfernt sind, springen auf einmal mit auf. Aber das war sehr spannend, als ich mich dann so eindeutig geoutet habe. Und ich weiß, und das sage ich, dass es immer noch mal ein anderes Ding ist, wenn man akut betroffen ist, weil dann habe ich
von Angst zu tun. Und ich will nicht sagen, dass ich von dem immun bin. Also ist dann immer wieder nochmal eine neue Herausforderung. Also diese Gruppe ist so wichtig, dass man sich stärkt in dieser Haltung, in dieser Energie, in dieser Art, das Leben zu sehen. Und dann gibt es wöchentliche Calls, dann gibt es... Das heißt, diese Gruppe, ich brauche nicht mehr sozusagen zu dir in die Praxis zu kommen, sondern diese Gruppe ist online und ich kann sozusagen dabei sein, egal wo ich gerade wohne. Wichtig ist einfach, dass ich eine Verbindung habe und dass ich sozusagen direkt mit dir dann in Verbindung stehe. Genau, Martha, das ist jetzt für mich gerade schon so selbstverständlich geworden in den letzten 2 Jahren. Aber ich sag das eigentlich auch immer, dass du auch, wenn es körperlich nicht gut geht, du kannst es nett machen, du brauchst dich nicht irgendwie schön anzuziehen und rauszugehen, du brauchst kein Auto. Du bist einfach dabei und wenn du mal nicht kannst, dann kannst du diese Gruppen, Calls nennt man das, die kann man dann auch, die bleiben, die werden aufgezeichnet, die kann man dann zu deiner Zeit auch nochmal nachsehen. Und dann gibt es. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, dann gibt es einfach sehr viele verschiedene Werkzeuge, die im energetisch-mentalen Bereich sind, die ich den Menschen beibringe und die, wo sie auch lesen können. Es gibt so kleine Lehrvideos, die sie zu ihrer Zeit anschauen können. Es gibt Meditation, also es gibt einen richtigen Werkzeugkoffer. Und ich bespreche im Einzelgespräch dann mit dem Einzelnen vorweg oder zwischendurch nochmal, woher jetzt dran ist und was jetzt sein Fokus sein kann. Ja, so schön. Ich habe es jetzt einfach nochmal angesprochen, weil für mich ist es ja auch selbstverständlich, inzwischen online zu arbeiten. Ja, wir sind jetzt über 2 Jahre Weltreise, da gibt es nichts anderes mehr. Und gleichzeitig erlebe ich immer wieder, dass bei gewissen Themen Menschen meinen, sie müssten vor Ort sein und es geht nicht anders. Und du zeigst hier eigentlich auf, dass auch dieses Thema genauso hier möglich ist. Und das hast du schon... Ja, nur gut, dass du das nochmal sagst, weil ich mache inzwischen auch ganz viele Therapiestunden online. Und ich finde es toll, wenn ich denjenigen einmal live gesehen habe und das wäre auch ein Teil von meinem Programm. Aber es geht auch ohne und es ist sehr tief und das habe ich selber am eigenen Leib erlebt, dass wenn ich Coachie war, wie tief Online-Sitzungen gehen. Oh ja. Ja, das erlebe ich auch und ich glaube, das wird oftmals noch unterschätzt, was hier möglich ist, auch über diesen Kanal, sage ich jetzt mal, auch zu machen. Jetzt hattest du ja gerade angesprochen, dass es so ganz viele Werkzeuge und Tools gibt auf dem Weg zum Heilsein. Magst du vielleicht so einfach so 3 ganz praktische Tipps so aus deiner Praxis raus mit unseren Zuhörerinnen teilen? Also bei den praktischen Tipps, ich möchte das mal kurz unterscheiden. Da gibt es praktische Tipps, die eigentlich jeder sofort machen kann. Und dann gibt es die Coaching-Werkzeuge. Und die Coaching-Werkzeuge, die kann ich zwar jetzt benennen, aber die kann man nicht so alleine erstmal machen. Die muss man wirklich auch erstmal lernen. Also die praktischen Tipps, die sind einfach unbedingt Angst und Stress runterfahren. Alles tun, was du nur irgendwie kannst, bevor du wichtige Entscheidungen triffst über tiefgreifende und nicht mehr zurückdrehende Maßnahmen. Unbedingt erst Angst und Stress runterfahren. Wie mache ich das genau? Wie machst du das? Wenn ich in Angst verstrickt bin, ich weiß das jetzt nicht so ganz genau, weil ich hatte bei meiner Krebsdiagnose für mich auch keine Angst, weil ich einen anderen Hintergrund hatte. Ja. Aber ich erlebe es ganz häufig. Also wenn ich in dieser Angst gefangen bin, wie kriege ich die los? Wie kann ich Angst und Stress runterfahren? Also wenn du es mit dir alleine machen willst, dann würde ich dir raten, dass du erstmal diese Gedanken identifizierst, die dich in Angst bringen. Und dass du die mal hinterfragst, dass du die dir tatsächlich aufschreibst, dass du sie sozusagen aus dem Kopf aufs Papier bringst und dass du dir die Frage stellst, sind die wirklich wahr? Ist das jetzt wirklich hundertprozentig wahr, was ich denke? Und wenn das nur 1% nicht wahr ist, wenn du nicht diese 100% sagen kannst, vor allem wenn du es nicht sagen kannst, ob es morgen wahr sein wird, weil die Gedanken beziehen sich meistens auf die Zukunft, dann hast du schon mal so diesen ersten Sprung also in der Tasse, dass es nicht mehr so eindeutig ist. Und dann suchst du dir mindestens 3 Alternativgedanken, was man in der Situation auch denken könnte. Dann prüfst du diese Gedanken, wie du dich fühlst damit, welcher Gedanke dir angenehmer ist, sich besser anfühlt. Dann entscheidest du, ich denke den Gedanken
der mir weniger Stress macht und weniger Angst. Weil ich weiß, dass Stress und Angst mich eng machen und mein Gehirn vernebeln und ich keine guten Entscheidungen treffen kann und ich nicht mehr kompetent bin. Also denke ich an Gedanken, der mich kompetenter, der mich wieder in Kontakt mit meinen eigenen Kompetenzen bringt. Also das wäre jetzt mal so eine ganz praktische Hinweis. Ja, also ganz lieben Dank, dass du hier nochmal hier in die Tiefe gegangen bist, weil ich glaube, diese Frage ist so wichtig. Ist das wirklich wahr? Ich glaube, oft ist schon allein durch die Frage verändert sich's. Ja, und dann natürlich, wenn ich dann noch den nächsten Schritt gehe und nach drei Alternativgedanken Ausschau halte und feststelle, welcher stützt mich, stärkt mich im Moment mehr, hilft mir mehr weiter. Ja. Das macht absolut Sinn. Danke. Dann natürlich gern zu deinem zweiten praktischen Tipp. Ja, der zweite Tipp ist, dass du dich auf das konzentrierst, was du willst und nicht auf das, was du nicht willst. Ja. Unbewusst bindet das irrsinnig viel Energie, wenn du dich auf das konzentrierst, was du nicht willst. Das wird ganz groß. Dem gibst du ganz viel Energie. Ich habe das Bild, du hast zwei Luftballons und du kannst nur einen oder den anderen aufpusten. Also willst du den aufpusten, wo da drin ist, was du nicht willst, oder pustest du lieber den auf, was du willst? Und das, was du willst, das, darüber darfst du dir auch Gedanken machen. Das ist nämlich nicht, dass du nur nicht sterben willst. Das reicht nicht. Sondern du, es ist gut zu gucken, warum will ich leben? Wofür will ich leben? Und da, das ist auch ein großer Teil im Coaching, sich damit zu beschäftigen und diese Dinge wieder hervorzukramen. Was wollte ich denn eigentlich noch in meinem Leben? Was macht mir Freude? Was bin ich? Was ist meine, vielleicht sogar meine Mission? Wofür will ich? Und darauf sich zu konzentrieren und sich das auszumalen und sich da Anker zu schaffen, sei es mit einem Vision Board, mit Bildern, darüber reden ganz viel, planen ganz viel, dann bist du mit deiner Energie immer in diesem Modus, wo die Selbstheilung auch wieder anspringt. Ich finde dieses Bild wunderbar. Zwei Ballons kann ich nicht gleichzeitig aufblasen. Das finde ich ein wunderbar einprägsames Bild. Ja, ganz lieben Dank. Ja. Womit wir schon bei deinem dritten Punkt sind. Ja, der dritte Punkt ist, trau deinem Bauchgefühl. Und das geht auch wiederum besser, viel besser, wenn du eben in einem eher entspannteren Modus bist. Sonst kannst du manchmal Bauchgefühl und Angst nicht auseinanderhalten, weil die Angst sitzt auch auf dem Bauch und macht dich ganz eng. Also trau deiner Intuition, trau diesem ersten Impuls, der immer kommt. Und wenn dieser erste Impuls, hau den nicht, tritt den nicht wieder in den Boden, sondern beachte ihn zumindest, geh ihm mal nach. Und dann, wenn du, dann entscheide, also dann spür einfach nach, was fühlt sich für dich, was macht dich eng, was macht dich weit. Also spür in deinem Körper die Intuition und nimm das einfach ernst. Denn du bist keine Statistik, sage ich immer, du bist ein ganz einzigartiger, individueller Mensch. Und wenn du etwas für möglich hältst und wenn du dich jetzt freust, ich weiß nicht, auf deine Weltreise zum Beispiel, wenn du das für möglich hältst, ja, warum denn nicht? Dann wird in deinem Unterbewusstsein alles dafür arbeiten, dass es möglich wird. Ja, definitiv. Ja, also ich glaube, das ist so wirklich, wie du gerade gesagt hast, wieder in dieses Gefühl zu kommen, diese Intuition wieder zu vertrauen, etwas, was wir gerade im deutschsprachigen Raum wieder verstärkt lernen dürfen. Ja. Und weil wir oft, du hattest bei dir selber ja auch angesprochen am Anfang, du so sehr Kopfmensch, ja. Und das zu verbinden, das ist ja alles gut und wunderbar, dass wir unseren Kopf haben zum Denken und dass wir hier auch Klarheit haben und Strukturen, aber unsere Intention, die weiß, was für uns gut ist. Und da wieder in dieses Vertrauen zu kommen und aus diesem Vertrauen zu leben, ja, ich glaube, das ist ein unglaubliches Geschenk und auch gleichzeitig ein Prozess. Ein Prozess. Ja, auch nicht von heute auf morgen ist, Jetzt ist ja bei mir damals, wie ich meine Krebsdiagnose bekommen habe und war eine Zeit lang ausgefallen bin, in meiner Selbstständigkeit das Einkommen weggefallen. Und das ist ja oftmals auch so ein Thema bei Selbstständigen, was ist, wenn ich krank werde, ja, wo also auch hier nochmal ein Druck dazukommt. Ich sage jetzt mal, unabhängig von der Gesundheit ist einfach dann auch manchmal das Thema Geld noch so ein Thema. Wie ist denn das Thema Geld bei dir?
Wie wichtig ist für dich persönlich Geld? Macht dich Geld glücklich? Nee, glücklich macht mich Geld nicht. Das muss ich leider sagen. Oder nicht muss ich leider, sondern kann ich vielleicht sogar zum Glück sagen. Also es ist toll, Geld zu haben und mit Geld, ich sage jetzt mal, frei umgehen zu können. Das ist für mich auch schön. Aber das Glück, das hat mehr mit Sinnerfüllung zu tun. Und da ist das Geld für mich eher Mittel zum Zweck. Und Geld ist für mich auch immer noch eher so etwas wie ein Sicherheitspolster, auf dem ich dann frei entscheiden kann, was ich tun will. Dieses Sicherheitspolster, wie du gerade sagst, ich glaube, das ist so der Punkt, wenn das da ist, dann entspannt es ja auch enorm. Ja. Wenn das Sicherheitspolster nicht da ist, dann macht es Druck. Ja? Und deswegen glaube ich, ist schon wichtig, dass, ja, wie du jetzt sagst, so ein Sicherheitspolster da ist und dass wir natürlich Glück nicht abhängig machen können von Geld. Weil, du hast gerade so schön gesagt, das ist letztlich auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt. Das ist, geht viel, viel tiefer. Und mit Geld kann ich einfach viel, viel freier entscheiden. Aber Glück als solches ist ja noch viel, viel mehr. Magda, sagt man ja auch so, Geld würde den Charakter verändern. Wie siehst du denn das? Also ich kann über andere Menschen nichts sagen. Ich kann nur sagen, ich glaube, mein Charakter würde es nicht verändern. Es würde mich aber wahrscheinlich, wenn ich viel Geld, also viel mehr Geld hätte als jetzt, ich glaube, ich würde unbefangener sein noch als jetzt. Ich würde noch viel großzügiger sein mit anderen und mit mir. Würde einfach leichter und lockerer sein, das glaube ich schon. Aber das wäre ja nicht mein Charakter, sondern das würde eher sowas wie eine Befreiung sein. Ich glaube, mein Charakter würde sich nicht ändern, aber ich würde einfach noch viel lebendiger werden. Der käme noch viel mehr zum Ausdruck wahrscheinlich, oder? Ja. Käme noch viel mehr, ja. Ja, das ist schön. Ja, also das ist das, was ich auch so erlebe, ja. Gerade Menschen mit auch mit viel Geld, mit richtig hohem Einkommen, ich erlebe die oftmals so bodenständig und erlebe so viel, dass einfach das, was da ist, sich noch mehr entfalten kann. Ja, und noch mehr zum Ausdruck kommt. Das ist total schön, ja. Ja, aber jetzt gehen wir noch mal ganz kurz weg vom Thema Geld hin zu deinem Unternehmersein. Du hast ja erzählt, du hast lange Zeit eine Praxis gehabt, dann hast du es aufgegeben, hast angefangen, jetzt auch online zu arbeiten. Wenn man so sich selbstständig macht oder auch sich als Selbstständige verändert oder, ja, ich sage jetzt mal, unternehmerisch tätig ist, dann ist es ja nicht so, dass in der Regel alles glatt läuft. Wie war denn das bei dir? Gab es da so einen schlimmen Moment, eine große Herausforderung? Und vor allem natürlich, wie bist du damit umgegangen, mit diesen Herausforderungen? Also ich habe ja nicht diesen ganz großen Schritt gemacht vom Angestellten zum Unternehmer, sondern als Freiberufler war ich ja eigentlich immer schon selbstständig, aber ich war kein Unternehmer. Und das ist also ich habe zwei Herausforderungen. Die erste war, mich überhaupt als Unternehmer zu bezeichnen. Ich habe das Wort Business, das habe ich wirklich anderthalb Jahre nicht in den Mund nehmen können. Ich fand das war sowas von irgendwie belastet, weil das so in Kontra zu den ganzen Therapiegeschichten stand. Also da habe ich richtig viel Mindset-Arbeit leisten dürfen. Und der zweite Punkt, also ich habe mir, Unternehmer ist für mich sowas ganz Großes, was ich mir einfach nicht zugetraut habe. Ja, der zweite Punkt war, wie es mir gegangen ist, wenn eben keine Einnahmen kommen. Obwohl ich ein super tolles Produkt habe, aber es kommen keine Einnahmen, es kommen keine Kunden. Das ist schon immer noch eine Herausforderung. Die ich so nicht kannte, weil ich vorher eben einfach so eine Regelmäßigkeit da hatte. Okay. Ja. Wie bin ich damit umgegangen? Wie gehst du damit um? Ich gehe damit um, also dass ich habe eigentlich noch einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und nochmal investiert. Okay. Ich habe eine Hilfe genommen. Spannend. Eine virtuelle Assistentin, die eigentlich schon
mehr ist als das. Die ist fast eine Business-Managerin. Mhm. Die habe ich mir erlaubt, geleistet, gegönnt, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich habe die seit 4 Monaten und erstickt in den, also einmal in dem technischen Online-Kram, aber auch in diesen buchhalterischen, kaufmännischen Sachen. Und das ist, glaube ich, für mich so jetzt dieser Schub gewesen, durchs Nadelöhr zu gehen. Das ist spannend. Herausforderungen, was machst du? Du hast investiert. Und das, glaube ich, ist oftmals, das zeichnet an sich an sie Unternehmerinnen aus, ja? Dass wir nicht den Sand in den Kopf stecken, sondern sagen, so, jetzt habe ich eine Herausforderung, was mache ich? Und wir proaktiv sozusagen damit umgehen. Und du hast jetzt gerade von der virtuellen Assistentin gesprochen oder fast einer Business Managerin, kaufmännische Seite, technische. Ich glaube, es gibt so viele Bereiche, wo wir uns entlasten können und dürfen. Und ich, bei mir ja auch, also kaufmännisch, Buchhaltung, sowas, das ist, boah, nee, gar nichts für mich. Da bin ich heilfroh, dass ich jemanden habe, der es macht. Ja, technisch ganz genauso. Und das entspannt enorm und dann kann man sich an sich viel, viel mehr auf das konzentrieren, was einem wirklich wichtig ist. Ja, und dann geht es auch wieder vorwärts. Das was man auch kann. Ich kann ja das genau. Also eben. Ich habe gemerkt, wirklich, wie meine ganze Kreativität, meine ganze Energie ist einfach weggelaufen, weil ich stundenlang an was gesessen habe, was die in 3 Minuten macht. Ja, ja. Ja, das ist auch der Punkt. Also ich bin immer so jemand, manche Sachen lerne ich ganz gern selber, weil ich einfach wissen will, wie es geht. Und bei manchen denke ich immer, warum sollte ich da überhaupt die Zeit investieren, ja? Jemand anderer kann es viel besser, freut sich, wenn er es tun darf, hat es mit einer Kleinigkeit, mit einem wenig Zeitaufwand und mit Leichtigkeit. Und ich müsste mich erst Energie reinhängen. Das ist auch gar nicht notwendig. Ja, ganz genau. Ja. Jetzt, Marion, bist du ja jemand, eine Frau, du hast vorher gesagt, du bist nicht gegen etwas, sondern für etwas. Bei all deinem, was du so erzählst und redest, spürt man einfach, dass du eine Frau bist, der Werte wichtig sind. Welche Werte sind denn für dich ganz besonders wichtig? Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, der wichtigste Wert für mich ist Ehrlichkeit und Offenheit. Mhm. Also Ehrlichkeit, Offenheit, Echtheit, Authentizität, das ist für mich unwahrscheinlich wichtig. Was mir noch wichtig ist, sind tatsächlich Zuverlässigkeit. Mhm. Also, dass ich auch von meinem, das erwarte ich von mir, aber auch von meinem Gegenüber, dass ich mich auf das verlassen kann, was er sagt. Mhm. Und Toleranz. Also, ich habe ein ganz großes Bemühen, immer wieder kann ich üben, wertfrei und bedingungsfrei mit meinem Gegenüber umzugehen. Mhm. Und ich merke, das ist ein Weg, den gehe ich immer wieder, ich ertappe mich immer wieder. Mhm. Und manchmal auch, je näher mir die Leute kommen, also bei meinen Kindern ist es fast mit am schwersten. Das ist ja ganz oft so, gell? Ja, weil da kommt dann die Angst, die machen es anders als du und wer weiß, was du willst. Also das ist mir aber sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann das Ganze mit dem Herzen eben verbinden. Mhm. Also wie in der Bibel ja gesagt würde, und was wäre das alles, wenn die Liebe nicht wäre? Mhm. Ganz genau. Also das Ganze wirklich nicht aus dem Kopf und nicht als Rolle, sondern wirklich aus dem Herzen zu leben. Ja, das ist etwas, was man bei dir auch spürt. Das ist so wirklich, dass du das aus dem Herzen lebst. Jetzt muss ich gerade sogar nochmal zurückfragen, Marion. Du hast ja diesen Weg aus der Praxis raus, sage ich jetzt mal. Aus dieser Freiberuflichkeit in diesen Online-Bereich gemacht. Hast du dir das alles selber beigebracht oder wie ging da dein Weg? Nein, das war jetzt auch so eine schöne Fügung. Ich bin ein bisschen auf Facebook gewesen wegen einer Therapie-Methode, die ich anwende, die Logosynthese, und die ist ganz die macht ganz viel auf Facebook, so in internen Gruppen. Und da habe ich immer wieder eine Anzeige bekommen und da habe ich gesehen, irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt gucke ich mir das Webinar an. Und das war von ManoMind, das war von einer Online-Coaching-Firma, die also Menschen wie mir sowas beibringt.
Und dann bin ich in diesen Weg gegangen, dass ich eben das wirklich selber über Coachings gelernt habe. Mhm. Und ich habe da nicht nur Manu-Mind gemacht, sondern noch einiges mehr, weil ich es einfach wollte. Also das ist vielleicht auch noch eine Sache, ich gebe nicht auf, weil ich das so toll finde, was ich mache und dieses Medium so toll finde. Und ich glaube einfach nur, ich bin halt mal wieder am Anfang einer Welle, was mir oft passiert. Ja. In 3 Jahren, als ich EMDR gemacht habe, das ist so eine Traumatherapie, da war ich auch ganz am Anfang. Oder die Klopftechniken. Okay. Auch ganz am Anfang. Und ich finde es wirklich toll, das ist schon fast, also dass ich oft in den ersten Kursen bei Leuten dabei bin. Und das finde ich besonders schön. Oh, schön. Ja, ich glaube, das ist so, du sagst gerade, du hast zum einen Klarheit auch gesucht und du warst auch bereit zu lernen, wie geht's, ja? Nicht einfach so selber dann irgendwas irgendwie aus dem Boden zu stampfen, sondern gerade in dem Bereich dann zu schauen, wie kannst du das dann für dich umsetzen? Jetzt, wenn du so ein Klärungsgespräch hattest oder auch ansonsten, wenn es darum geht, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, wie triffst du denn so im Allgemeinen deine Entscheidungen? Hast du so eine Entscheidungsfindungsstrategie oder wie gehst du mit anscheinend unlösbaren Sachen um? Also leider habe ich keine Strategie. das war mal früher, vielleicht, da habe ich mal so positiv, negativ so Spalten gemacht. Dann habe ich doch ganz was anderes entschieden. Also ganz typisch. Und ich bin ein Mensch, der bisher, ich werde immer schneller in Entscheidungen. Ich habe da Mühe mit, mich zu entscheiden, weil das heißt eben auch, dass ich mich fokussieren will dann auf die Entscheidung. Das heißt, dass ich andere Sachen lassen muss. Und das fällt mir so schwer. Auszusuchen. Und es ist doch alles so interessant. Ja gut, und dann manche anderen Entscheidungen mache ich dann tatsächlich inzwischen wieder davon abhängig, ob es mir das Geld in Euro wert ist. Also ob Kosten und Nutzen im Moment für mich passen oder ob ich es im Moment in meinem Leben haben will. Und wieder geht es letztlich um dieses Gespür, hinzuschauen von der Intuition her, was passt jetzt im Moment gerade. Ja, genau. Arion, wir hätten noch so viele Themen, über die wir reden könnten. Mit Blick auf die Uhr, ich komme zur Blitzlichtrunde. Ein paar kurze Fragen noch, bitte dich einfach um kurze Antworten. Ja. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmerin zu werden? Angst. Erfolg bedeutet für dich? Dass ich vielen Menschen Nutzen bringen kann und dafür auch einen Gegenwert bekomme und dass ich bekannt bin. Was sind deine 3 größten Stärken? Emotionale Ausgeglichenheit, würde ich sagen, und Beharrlichkeit und Offenheit. Immer wieder ganz offen und neugierig. Und eine Schwäche? Zu wenig risikobereit, würde ich sagen. Und auch ein bisschen misstrauisch. Also zu wenig Vertrauen einfach. Gibt es so ein Lebensmotto, ein Lieblingszitat, das dich begleitet? Ja. Wenn du dich heilst, heilst du die Welt. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast? Du hast alles, was du brauchst in dir und vergleiche dich nicht mit anderen. Oh ja, so wichtig. Welche Internetressource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert und warum? Internetressource, weiß ich nicht, ob ich dich ganz richtig verstehe, aber ich glaube, YouTube finde ich am genialsten. Schön, ja. Was ist derzeit deine beste Buchempfehlung? Also Empfehlung für meine Zielgruppe, ich finde ganz toll das Buch Mind Over Medicine von Lisa Ray. Und der Untertitel heißt nämlich, warum Gedanken stärker sind als Medizin. Das verlinkt man natürlich sehr gerne in den Shownotes. Stell dir vor, Mari, du kommst auf eine einsame Insel, kannst nur 3 Dinge mitnehmen. Welche wären das? Ja, ein Tagebuch, also irgendwas zum Schreiben mit Stift, was zum Feuer machen, weil ich überhaupt nicht gerne friere, und ein Messer, damit ich mich ausschneiden kann und irgendwelche Früchte aufbrechen. Ganz pragmatisch, wunderbar. Welchen letzten Tipp magst du uns noch mit auf den Weg geben? Sei sicher, dass in allem, was du vielleicht erstmal als negativ empfindest, also in allem, was dir geschieht, dass da ein Geschenk verborgen ist. Auch wenn du es im Moment nicht erkennst, dann
tu einfach so, als wäre das Geschenk drin, auch wenn du es noch nicht siehst. Und das ändert deine Perspektive und dann bleibst du immer Schöpfer deines Lebens und gehst nie in die Opferrolle. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, Marion, dass du dir heute wirklich die Zeit genommen hast und so einen Einblick gegeben hast in dein Privates, in dein Business, vor allem dein Wissen mit uns geteilt hast. Und ich fand es echt interessant und wünsche dir alles Liebe und Gute auf deinem Weg. Vielen, vielen Dank, liebe Martha. Und dir auch alles Gute weiter. Dankeschön. Ja, und liebe Podcast-Freunde, ihr wisst, mein großes Anliegen ist es, 1 Million Frauen zu zeigen, wie sie ein erfülltes, erfolgreiches und auch freies Leben führen können. Und wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie mit deinen Freunden teilst, vielleicht auch eine Bewertung in iTunes schreibst. Komm auch gerne in unsere Facebook-Gruppe Finanzielle Freiheit für Powerfrauen. Und denk dran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Von daher, lieber unperfekt begonnen, wie perfekt gezögert. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich finanziell freies Leben. Deine Amata. Vielen Dank, dass du heute wieder bei Amatas Talktime dabei warst. Du weißt ja, dass du alle wichtigen Infos zum Podcast Frau und Geld auf ihrer Seite finden kannst. Schau einfach unter www.amatabayer.de. Dort findest du unter Podcast und unter dem Thema von heute kostenlose Trainings, Tipps, die Empfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du selbstständig und hast es satt, Zeit gegen Geld zu tauschen? Dann zeigt dir Amata gern, wie du dir ein automatisiertes Einkommen aufbauen kannst. Bist du angestellt und hast es satt, dann zeigt dir Amata, wie du in 6 Monaten dein Einkommen verdoppeln und das machen kannst, was dir Spaß macht. Melde dich zum kostenlosen Webinar Frau und Geld an. Da zeigt dir Amata, wie du mit deinem eigenen Business richtig gutes Geld verdienen kannst. Und zu guter Letzt, denke immer dran, ob du glaubst, du schaffst es, oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Bis zum nächsten Mal bei Frau und Geld mit Amata Bayerl.